Willkommen zu einem kleinen, hier, Sightseeing-Flug, ne? Mit Josh. Yo. Kein lautes, selbstbewusstes, fröhliches Yo, oder? Ausnahmsweise mal nicht. Wow, das ist was Neues. So, wir stehen in Berlin-Tegel. Ich bin am Gate 10. Da steht Josh. Ja, und ich habe gerade meinen Motor angeschmissen. Ja, jetzt ist nur die Frage, wo genau es entlang geht. Wir fahren jetzt einfach mal auf die Stadtbahn. Gibt es hier eigentlich Landkarten? Nee, nicht, dass ich wüsste. Aber ich wenn, wenn ich wüsste, wo Norden wäre, weil ich kenne mich in Berlin ein bisschen aus. Warte mal, in der Richtung, in der du stehst, ist West, ist, ja. Jetzt hab ich was Falsches geklickt, so. Ich lass mich gerade mal hier rückwärts rollen. Ich brauch mal eine Flughafenkarte. Ich geh jetzt der Linie hier entlang, ich bin ja total nett. Total nett, was? Sollte ich vielleicht mal zu dem Seitenruder aktivieren. Ja, kann das sein, dass man irgendwie nicht lenken kann, während man zurückrollt? Ja, wenn du zurückrollst, kannst du auch nicht lenken. Was ein Dreck. Das kannst du in echt aber auch nicht. Was ein Dreck. So, wo geht's denn zur Startbahn? Links rum. Von wo aus? Von deiner Sicht aus nach links. Jetzt muss ich aber ein bisschen beeilen, sonst rollst du mir gleich hier gleich rein. Wenn ich gerade ausgucke, oder was? Ja. Ich bin nicht ganz in der Linie. Gott. So, dann Umschalt. Hä? Was denn? Nichts. Ich tue nur so vor mich hin irren. Gottes Willen. Wann kommt eigentlich. Oh Gott! Wann kommt eigentlich der nächste Flugsimulator raus? Von Microsoft kommt, soweit ich weiß, keiner mal raus. Nie wieder. Erstmal nicht, soweit ich weiß es nicht genau, aber das, was ich bis jetzt gelesen, gesehen, wie auch immer habe, keiner. Ich hasse Microsoft. Ich hasse Microsoft. Ich starte mal in Richtung, Ich will gerade sagen, du startest schon. Ja, Richtung Westen. Ich bin eigentlich viel zu schnell. Gott! Ja, ich bin zu schnell. Bremsen? Oh Gott, ich drifte. Hui! Wann ist gerade seine Klappen? Keine Ahnung, wo bist du denn? Ich stehe hier hinten und versuche mich auf die Bahn zu bringen. Ich starte und dann fliege ich einfach mal Richtung. Du, dass du bist. Ach Gott! Nord. Kann er keine Kurve fahren oder was? Hallo, du sollst stehen bleiben, du inkompetentes Ding. So, starte, weil ich will auch starten. Ich muss hier warten. Wechseln wir auf die Innenansicht. Ich bin in der Luft. Alles klar. Kann es sein, dass die Bahn hier zu Ende ist? Ja. Das reicht aber, glaube ich. So, ich habe jetzt mal mit der Höhenrudertrimmung umgespielt. Fahrwerk gibt's ja nicht, ne? Oder doch? Vorne das Rad, oder? Nee, gar keins. Wie es aussieht. Ich guck
guck mich jetzt gerade um, ob ich hier irgendwas. Ja, da hinten ist der. Ich sehe da hinten den Fernsehturm. Einmal eine Linkskurve. Ja, da sollten wir auch hingehen. Weil da in der Nähe befindet sich dann auch wahrscheinlich der ganz andere Rest. Oder ist hier irgendwas Weltbewegendes? Was ist das denn für ein Turm? Guck mal, rechts von uns ist ein Turm. Also rechts vom Flughafen. Ja, den nur der rote. Ja, den habe ich noch nie gesehen in Berlin. Ich auch noch nicht, also. Ob das den ICC-Funkturm darstellen soll? Ich habe keine Ahnung. Weil der eigentlich schwarz ist. Ich bin kein Rassist. So. Ich will mal wieder in die Innenansicht. Ja, ich auch. Ich bin schon der Ansicht und tucke jetzt gerade so Richtung Fernsehturm. Du hast schon getrimmt, dass du nicht die ganze Zeit hochziehen musst. Ja. Zumindest bin ich gerade noch dabei zu trimmen. Wenn wir mir erklären können. Achso, ja, doch. Ja, weil das bräuchte ich jetzt nämlich auch. Es ist mir zu blöd, jetzt die ganze Zeit zu ziehen. Ja, mach. Ich stelle mir jetzt einfach den Autopiloten ein. Oder das. Wie Fuß habe ich ihn jetzt? Ich flieg so. Ich flieg so. Das ist mir zu schade. Ich halte so, danach. Jetzt hab ich landen wir danach wieder in Tegel? Machen wir ein Video für eine Stadt oder machen wir das? Gute Frage. Ich würde sagen, ein Video für eine Stadt, oder? Weil das reicht ja. Start, Landung wieder zurück. Ich sink jetzt auf 1500 Fuß. Ich bin bei 1053. Aber bist du eigentlich schon die Linkskurve geflogen? Ja, ich steuere gerade. Wo bist du eigentlich? Links von dir. Links von mir? Fast links hinter dir. Ach, da, ja. Oh, da hinten ist übrigens auch das alte Olympiastadion. Hä, ja, warum ist da hinten jetzt ein Funkturm und... Ich sehe da hinten das Stadion, also wenn du... Hä, warte mal, ich sehe da hinten den Funkturm und den Berliner Dom und das Rathaus Steglitz. Was? Wo fliege ich dann jetzt gerade hin? Keine Ahnung, nicht in die richtige Richtung. Weil da hinten nämlich auch ein Funkturm ist. Oder ist das schon Frankfurt? Nie im Leben. Da hinten ist ein... Muss ich ja nochmal weiter rumfliegen. Deswegen bist du auch links hinter mir. Weil ich habe den Dom nämlich von weitem schon gesehen. Wusste doch, da stimmt irgendwas nicht. Da! Ach, wie wunderbar. Und unter mir ist gerade das Stadion, ne? Ja. Ja. Da war ich schon drin, sogar zweimal. Ja, da fehlt aber der Glockenturm. Naja. Oh mein Gott, da war schon mal Mario Barth drin. Interessiert jemanden. Es gibt doch bestimmt Mario Barth-Fans. Also ich meine, ich sehe den auch gern, aber... Der macht alles so übertrieben geil. Ich habe lange nichts mehr gesehen von dem. Ich sink jetzt mal auf 1000 Fuß. Und dreh gleich mal eine Runde um den Dings rum. Ich bin fast auf 2000. Ne, ich bin 1500. Ich hab schon gedacht, weil die 2 so überdeckt war. Was haben wir denn da? Ah, hier ist der Funkturm vom ICC. Wo auch die IAA stattfindet und sowas. Mhm. IFA so. IFA, nicht IAA. Die Autoausstellung ist woanders, oder? Weiß ich nicht. Dieses Jahr war es in Frankfurt. Ich denke mal, das ist immer anders. Nee, IAA ist doch immer in Frankfurt. Ja, mag sein. So, ich fliege jetzt gerade in der Rechtskurve um den Fernsehturm drumherum. Hier ist auch noch ein kleiner Turm. Hui. Was könnte denn das für ein Turm sein? Auf jeden Fall sieht man auch die Siegessäule. Keine Ahnung. Die sollte dann ja hier irgendwo sein, weil hier ist der Tiergarten oder wie der heißt. Ah ja, das ist dieses. Also in echt sieht Berlin besser aus. Ah, das ist das Sony Center. So, hier rechts sehen Sie dieses Gebilde. Da, das mit diesem komischen Dach, das ist das Sony Center.
vor uns der Fernsehturm. Muss doch irgendwo dann auch das Brandenburger Tor sein. Und da der Alexanderturm ist. Der Alex. Ach, komm schon. Sie haben auf jeden Fall das Sony Center mit diesem komischen runden Dach. Yippie. Und wo ist der Bundestag? Ah, doch. Ich glaube, ich weiß wo. Auf dem Haus hier ist das Opel-Zeichen drauf, auf diesem schwarz-weißen. Da ist der Berliner Dom. Ah, das ist das Rathaus. Das rote Haus neben dem Turm. Ich mache jetzt mal einen kleinen Spaßanflug hier hinten auf Dings. Den außer Betrieb gesetzten Flugplatz. Ah ja, was denn? Wir wollen doch eh irgendwie danach wieder landen. Außerdem suche ich jetzt gerade noch das Brandenburger Tor und das den Leuten zu zeigen. Wenn das drin ist. Hier dürfte doch irgendwo der Potsdamer Platz sein. Das ist da ja sogar. Ah, hier ist der Gendarmenmarkt. Das sind normalerweise zwei Türme. Wo ist der zweite? Ah, da auf der anderen Seite. Hier. Der Gendarmenmarkt. Potsdamer Platz. Da muss da eher irgendwo auch das Brandenburger Tor sein. Nur weiß ich, ich kenne mich jetzt nicht mehr so gut aus, dass ich jetzt weiß, wo das war. Das war schon ein halbes Jahr her. Und das war ein SMS. Gottes Willen, wo ist das denn? Muss doch mal noch irgendwo das, den Reichstag sehen, weil das ist auch groß. Also ich wäre dann schon mal gelandet. Ja, ich komme gleich vorbei. Ich will nur noch das Brandenburger Tor suchen. Weil jetzt mal hier rechts auf das Gras. Wo will ich denn hier den verdammten Kompass? Ach da. Wenn ich jetzt so auf der Karte bildlich wüsste, wo das wäre. Ah, hier ist der Flughafen, wo du gelandet bist. Das ist auch eine Skywalk. Ja. Das steht auf Off, Avionic Master Off, Off. So, perfekt, mein Flugzeug ist aus. So, wir werden künftig mehr Flugvideos hochladen. Insgesamt mehr Videos. So, hier ist jetzt der Fernseher. Oh Gottes Willen, wo ist denn das Tor? Muss da hier irgendwo sein? Wo ist eigentlich der Hauptbahnhof? Ich wüsste, wo der ist, wüsste ich auch, wo der. Keine Ahnung, da gibt's eine ganze Menge Sachen, die ich noch nicht, also auch noch nicht gefunden habe. Übrigens, mal sie nicht daran orientieren, wo mein Flugzeug steht. Ich stehe im Gras, nicht auf der Bahn. Ich hab's gesehen. Ich hab mich ausrollen lassen, abgebremst, bin dann rechts runtergerollt. Aber so ein Gefühl, wo das ist. Mir ist aufgefallen, seitdem ich angefangen habe mit dem Segelflugschein, klappt das Landen viel besser. Ich hab's Brandenburger Tor, ja. Ich bin über dem Brandenburger Tor und das ist Hotel Adlon und da ist der Reichstag. Ich hab's. Ja, ich seh's, du gehst gerade ziemlich steil nach unten. Ja, weil ich gerade daran vorbeifliege. Weil ich musste nach unten gucken, weil das hinter mir ist. Ich wollte es ja noch irgendwie sehen. Ja, ich würde vorschlagen, wir machen als nächste Stadt, die wir uns angucken, könnten wir mal in Köln fliegen. Da können wir den Kölner Dom beobachten. Und den Funkturm. Ja. Und danach fangen wir mal mit der kleinen Weltreise an. In andere Länder. Ja, dann
Würde ich vorschlagen, wir gucken uns mal die Pyramiden in Kairo an. Ja. Gibt's sie? Ja, logisch. Habe ich hier in dem Heftchen drin stehen, noch ganz genau, wo man da entlang fliegen muss. Das ist ja geil. Ja, dann vielleicht schon mal New York oder San Francisco. Ja, das können wir alles noch machen. Schreibt uns mal, wenn überhaupt ein Zuschauer fähig ist, der Kommentar zu schreiben, weil wir wahrscheinlich eh keine haben. Deswegen ist es eigentlich gerade sinnlos, das zu sagen. Ist ja scheißegal. Kann ja trotzdem sagen. Klasse, ihr sollt. Okay, versucht es in die Kommentare zu schreiben, wo wir hinfliegen sollen. Also ich tue jetzt mal irgendwie steil landen. Mach lieber. Na, ist egal. Ich mache jetzt eine Rechtskurve und dann gehe ich nach links auf in Richtung Bahn. Also Gegenanflug oder machst du Dings? Okay, gut, ich weiß, wie du landest. Alles klar, hat sich erledigt. Ich komme jetzt auf der Bahn, daneben, wo du neben dran stehst. Ja, also kommst du aus dem Queranflug, so wie du gerade anfliegst. Oder? Das ist doch Queranflug. Ja, mag sein. Kannst ja mal ein bisschen erzählen von deinem Flugschein, wie toll das ist. Also, es ist unfassbar geil. Wer das Geld hat, empfehlen wir es. Das muss man einfach so sagen. Oder würdest du es jemandem empfehlen? Ich würde es jedem empfehlen, der es machen kann. Oder so also finanziell machen kann, dem würde ich es empfehlen. Ist das eine... Ist das da hier das linke eine Landebahn? Es sind beides Landebahnen. Die Frage habe ich mir am Anfang auch gestellt und dann bin ich einfach auf... der aus meiner Sicht rechten, also auf deiner Linken gelandet. Fuck, ich bin viel zu hoch, Alter. Ist doch okay, was die Höhe angeht. Ich könnte es noch ein bisschen schaffen. 400 Fuß. Du schaffst es auf jeden Fall noch. Ja, logisch schaffst du es noch. Warum gehst du so schnell runter? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt... Jetzt sollte ich langsam runter und auch mal in die Mitte von der Bahn kommen. Das ist ja egal, ob du rechts oder links davon landest, aber fang sie auf jeden Fall erstmal ab. Jetzt zieh den Schub weg. Du landest übrigens ohne Klappen. Ich hab die Klappen draußen. Brems doch. Ich stehe die ganze Zeit. Ich stotze hier rum wie ein Flummi. Ich fahr mal zu dir. Hui, driften. Ich finde das so geil, dass du mit der Cessna am Flugsimulator driften kannst. Ich finde das so lustig. Ja, dann würde ich mal vorschlagen. Ich würde vorschlagen, ich flieg nicht rein. Von hinten! Yeah. Buff! Warum haben wir Absturz aus? Keine Ahnung, das machen wir in der nächsten Folge einfach mal an. Ist witziger. Achso, wir haben gar nicht erzählt, was wir für Flugzeuge haben. Wir haben eine Cessna Skyhawk. Ja, eine Cessna 172 Skyhawk. SP. Ja. Der nächste Flug wird dann in Köln sein. Und danach gucken wir uns die Pyramiden an. Mal gucken, vielleicht nehme ich... Wir können vielleicht noch vorhin nach München. Ja gut, Köln, München, dann die Pyramiden. Nee, wobei in München siehst du nichts. Frankfurt? Ja, dann nehmen wir Frankfurt, also... Frankfurt hast du die geile Erle. Was? Da starten wir aber auf Egelsbach. Hallo, hilf mir! Die Skyline. Die geile Skyline. So. So, wird Zeit, dass wir die Aufnahme dann mal unterbrechen. Ajo, ich würde auch sagen, bis zum nächsten, hoffentlich. Schönen. Leckeren, keine Ahnung, Flug. Ja, ist gut. Und tschüss. Und tschüss.